Tschuwalu. 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 Ich höre Hörspiel, was hörst du? Hola, hallo, liebe Freunde von Hör mal zu aktiv, liebe Retro-Freunde und die, die es werden wollen. Es ist schön, euch wieder hier am Sonntagabend um 21 Uhr zu begrüßen zu einer neuen Sparte. Ja, und die Sparte heißt Gute alte Katalogzeit der 70er. Und wir fangen heute an mit einem Thema, das bestimmt für viele von uns interessant ist, für viele Filmbegeisterte. Das ist das Videosystem. Und ich dachte tatsächlich, das gab es erst Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber nein, es gab schon Anfang bis Mitte der 70er Videosysteme. Wie die genau ausschauten, wie viel die kosteten, was da alles dabei war, erfahrt ihr jetzt in unserem Wischel-Podcast über Videorekorder und Videokassetten. Könnt ihr euch noch an diese Formate erinnern? Links die Betamax-Kassette. In der Mitte die Video 2000-Kassette. Bei der gab es eine Seite A und eine Seite B. Man konnte also doppelte Spielzeit erreichen. Und dann, ja, unser Klassiker, die VHS-Kassette, die ja bis zur Ablöse dann durch die DVD uns in bester Erinnerung ist. Nur, was viele vergessen, auch schon vor der Betamax gab es ein Videosystem. Das konnten sich allerdings nur reiche Leute leisten oder Menschen, die eben ihr Geld mit Filmaufnahmen verdienten. Also ich denke mal, die wenigsten Menschen konnten damals sich so viel Geld aus dem Kreuz leihen, um vielleicht eine Sendung von Coolen Kampf aufzunehmen. Aber darauf gehen wir jetzt ein. Bevor ich euch das System zeige, zeige ich euch die Preise für die Kassetten. Und die haben es wirklich in sich. Ja, die nannten sich ganz einfach VCR-Videokassetten und da seht ihr, dass schon eine 30-Minuten-Kassette bei 95 D-Mark lag. 125 dann eine 45 Minuten und eine 60 Minuten, das war schon die höchste Kapazität, lag bei 145 D-Mark. Dass da viele Menschen weiterhin bei ihrer beliebten Super 8 Kamera blieben, versteht sich wohl von selbst, denn Super 8 Filmen war wesentlich billiger, obwohl das Tonfilmen damals auch teuer war, aber bei weitem nicht so teuer wie diese VCR-Videokassetten. Aber man darf nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 1974 und dass es überhaupt so eine Methode gab, finde ich schon mal großartig. Jetzt gehen wir mal auf den ganzen Rekorder ein und was der kostet und schauen uns dazu ein paar Bilder an. Ja, und genauso teuer wie die Kassetten ist natürlich auch so ein Abspielgerät und Aufnahmegerät. Hier haben wir für stolze 3100 D-Mark den Philips VCR N1500 Rekorder. Ja, im Vergleich, ein durchschnittlicher Arbeiter verdiente 1974 zwischen 600 bis 700 Mark netto. Also konnte sich nicht jeder leisten. Die, die es sich leisten konnten, hatten eine tolle Spielerei. Wie das Ganze ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Hier ist der Rekorder von außen und dann habe ich tatsächlich ein Video gefunden, wie der von innen ausschaut. Und dann seht ihr, da ist schon Technik verbaut, Technik der 70er. Alles schwer, ja, der Rekorder lag bei 16 Kilo. Das ist eine Ansage, 16 Kilo. Und jetzt, wo ihr seht, wie diese Kassette da drin liegt und so, versteht ihr wahrscheinlich später, wenn ich euch die zeige, warum die quadratisch ist. Aber das ist schon mal sehr beeindruckend, so ein Gerät von innen zu sehen. Hier sieht man auch einen Ventilator, der verbaut ist, damit es nicht zu heiß im Gerät wird. Also es ist hochspannend. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal die Kassetten an, hier im Vergleich zu dieser großen, klobigen Kassette, dieser VCR-Kassette, die VHS, ja, die VHS sehr leicht, ja, sehr windschnittig und die große Kassette rechts wog über 300 Gramm, das ist eine Menge schweres Magnetband da drin verbaut, die war auch sehr empfindlich, die durfte man wirklich nicht an andere magnetische Quellen halten und die war quadratisch, weil eben der Tonkopf
so zentriert war, dass quasi die halbe Rundung des Tonkopfes von dem Magnetband bedeckt wurde. Hier öffnete sich dann das Ganze und ein Arm hebelte dieses Magnetband raus, zog es um den Tonkopf herum. Und ich habe mir sagen lassen, Geräte, die dann älter waren, die haben dann schon mal ab und zu Bandsalat verursacht. Und bei einer Kassette, die dann seinerzeit um die 100 Mark gekostet hat, war das natürlich nicht ohne. Hier seht ihr nochmal den Antrieb, ja, auch untypisch für eine Videokassette. Der Antrieb hier ist rund mit ganz vielen Zahnrädchen und sogar einigen Nieten, also das ist noch richtige Wertarbeit. Und das ist der Antrieb. Ja, jetzt haben wir hier mal eine Grundig-Kassette. Natürlich haben sehr viele Anbieter nachgezogen. Wir hatten ITT Kontrast und Grundig und BASF und Scotch. Und die haben alle ihr Glück versucht auf diesem RC-Markt. Und durchgesetzt hat sich das Ganze nicht so lange, denn bereits 1978 kam ja schon die Betamax, die wesentlich kleiner war, aber zur damaligen Zeit trotzdem noch sehr teuer war. Aber das hier ist schon jetzt die Luxus, die Königsklasse an Videobändern mit wenig Laufzeit und hohen Kosten, was den Einkauf betrifft. Ja, und das nächste Mal befassen wir uns mit anderen schönen Sachen aus Katalogen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ein heikles Thema wird sein dann. Da geht es um Tiere, die tatsächlich früher über den Katalog bestellt werden konnten. Das ist eine Sache, die mache ich dann mit Dani zusammen. Bis nächste Woche und immer schön retro bleiben hierbei. Hör mal zu, aktiv. Ich höre Hörspiel, was hörst du? Und immer schön retro bleiben.